in the white judo gear representing Germany, Daniel Raphael Gunnar. Ich bin Nikolai Kornhass, habe gestern hier gekämpft beim Grand Prix in Heidelberg, der blind- und sehbehinderten Judoka. Mache schon sehr lange Judo, schon seit über 20 Jahren. Und auch schon seit über 10 Jahren kämpfe ich international. Und habe mich gefreut, dass ich in meiner Heimatstadt jetzt einen Wettkampf hatte, wo ich sonst um die Welt fliegen muss. Ich habe als Kind alle möglichen verschiedenen Sportarten gemacht, von Fußball, Leichtathletik, Trampolin, Fahrradfahren, unter anderem aber halt auch Judo. Und habe das dann immer intensiver betrieben und andere Sachen weniger gemacht. Und das war so ein natürlicher Übergang. Genau, und habe dann aufgrund meiner Sehschädigung irgendwann erfahren, dass es auch Judo extra für blinde Sehbehinderte gibt. Davor habe ich das ganz im normalen Verein gemacht, habe auf normalen Wettkämpfen teilgenommen. Und genau, bin da so langsam reingekommen ins Para-Judo. Also ich trainiere eigentlich ausschließlich mit 10 Judokas, beziehungsweise da sind teilweise auch andere Sehbehinderte oder blinde Judoka dabei, aber wir machen schon immer Judo quasi in Gruppen, die jetzt nicht exklusiv für Sehbehinderte oder Blinde sind. Also der Unterschied zwischen dem Judo, wie man es vielleicht kennt, und dem Para-Judo ist einerseits, dass im Para-Judo die Leute schlecht sehen, entweder ganz blind sind oder eine Sehbehinderung haben. Und um sozusagen dieses mangelnde Sehvermögen auszugleichen, fängt man schon gegriffen an, in einem Griff. Also man hat den Partner schon am Kittel gegriffen, sozusagen am Judo-Gi, am Kimono. Und beide haben einen gleichwertigen Griff. Und dann geht's los im Kampf. Und ab dann ist eigentlich das Judo genau das Gleiche, so wie man es vielleicht auch so kennt, genau die Judo kennen. Und sozusagen alles davor, sich diesen Griff zu erarbeiten, den anderen erstmal zu greifen, das fällt im Para-Judo weg. Und das ist so der größte Unterschied. Also ich würde sagen, die größte Herausforderung für Blinde oder Sehbehinderte Judoka liegt eher im Technikerwerb, im Training und nicht so sehr im Wettkampf, weil im Wettkampf durch diese adaptierte Griffweise eigentlich die Nachteile gut ausgeglichen werden können. Und wenn aber eine Person ganz blind ist und kein Bewegungsvorbild hat und es gibt teilweise sehr komplexe Bewegungsabläufe, dann ist es extrem schwer, manche Bewegungen erst zu erlernen oder sich zu trauen, überhaupt mal sich einem Partner zu werfen, für einen Partner geworfen zu werden. Und da liegt eigentlich viel mehr Arbeit, die man dann hintenher im Produkt, im Wettkampf gar nicht so sieht. Sozusagen dieser Weg, gut Judo zu erlernen, der ist vielleicht ein bisschen schwieriger als sehgeschädigter Judoka. Genau wie auch im Judo für Sehende ist natürlich der Faktor Erfahrung, macht einen riesen Unterschied. Und auch jemand, der jetzt den Partner nicht mehr sehen kann, weiß irgendwann, wo der Partner sich im Raum bewegt, wo er vor ihm steht. Man hat ja immer die Hände am Partner. Und auch wenn es eine Situation im Boden ist, weiß man intuitiv schon auch ein Stück weit, wo der Partner liegt, wo jetzt oben unten ist. Und diese Orientierung, die kommt mit der Zeit. Und da ist sozusagen das Sehen ist zwar bei vielen dann schlechter, aber man kann das eigentlich ganz gut kompensieren. Genau, aber das ist wie jemand, der gut sieht, noch nie Judo gemacht hat, der weiß unter Umständen auch nicht, wo er greifen muss, wo quasi vielleicht sich eine Situation ergibt, wo man nachgehen kann in der Situation. Die Unterschiede sind meiner Meinung nach gar nicht so groß. Wie gesagt, aber auch wieder, um eine Technik zu erlernen im Boden, ist es wieder extrem schwierig. Aber wenn man sich das mal dieses Konzept erarbeitet hat und weiß, was man machen will, dann ist man gar nicht mehr so stark auf das Sehen angewiesen. Also in den Kampf vom Para-Judoka oder von Nicht-Para-Judoka ist ein Stück weit anderes Technikprofil, weil es einfach aus einer anderen Situation startet. Aber per se stehen alle Techniken offen, kann man alles machen, also per se gibt es keine Unterschiede, aber manche Sachen machen im Para-Judo mehr Sinn, manche weniger Sinn, weil man eine relativ starre Griffhaltung hat, manche Eingänge eher verhindert werden können. Genau. Ich befinde mich gerade im dritten olympischen bzw. paralympischen Zyklus. Genau, war in Rio, war in Tokio. Und mein Ziel ist es jetzt erstmal, die Quali für Paris zu schaffen. Genau, und dann mal weiterschauen. Hey, mein Name ist Roland Beuger. Ich komme aus Österreich, bin seit über 20 Jahren Judo-Kampfrichter auf internationaler Ebene und seit 2017 auf der IGF World Tour als Kampfrichter unterwegs. Ich habe, wie ich in der World Tour begonnen habe, 2017, da wird man nominiert, habe dann 2018 meine World, auch die Paralizenz gemacht in der damaligen IPSA, so wie das jetzt heißt, International Blind Sport Association, die für das Para-Judo quasi verantwortlich sind und war dann als Kampfrichter auch bei den Paralympischen Spielen in Tokio als Kampfrichter im Einsatz. Ja, dieses Niveau ist sehr, sehr hoch. Die Athleten wollen sich alle qualifizieren. Es gibt einen riesigen Run auf die
fast 150 Plätze bei den Paralympischen Spielen in Paris. Und die Qualifikation ist dementsprechend hart und es gibt noch drei Turniere mit dem jetzt. Also es gibt einen 4 Wochen, glaube ich, in Antalya und dann noch eines in Tiflis. Und dann muss die Liste stehen und das nehmen die Athleten sehr, sehr ernst. Es ist ganz, ganz sicher eine ganz besondere Aufgabe bzw. eine besondere Änderung zum normalen Judo, dass man von den Athleten berührt wird. Vor allem von den blinden Athleten, die geguidet werden müssen und so weiter, die dann einen Kampfrichter berühren. Das ist im normalen Judo völlig undenkbar. Und wir haben vor allem bei den ganz blinden Athleten die Aufgabe, durch Kommandos ihnen zu sagen, wo der Mattenrand ist und wo gekämpft werden soll. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt, es gibt Athleten, die mit rotem Punkt, die sind komplett blind. Und gelber Punkt heißt komplett gehörlos. Gibt dann natürlich auch welche, die blind und komplett taub sind. Das ist dann noch einmal eine Extrastufe, die auch den Kampfrichtern noch um einiges mehr abverlangt, weil es hier wieder um Berührungen geht und mit Klopfzeichen bzw. mit einfachen Buchstaben und Zeichenschreiben in die Handfläche und auf den Handrücken verständigt man sich mit dem Sportler. Ich hoffe, dass ich auch beim Paralympischen Turnier in Paris dabei sein werde, werde mein Bestes geben bei den noch ausstehenden Turnieren, um mich zu qualifizieren und die Nominierung wird dann wahrscheinlich Ende März erfolgen. My name is Sara Alvarez Menéndez. I'm Israel Judo Sport Director. I came from the International Judo Federation to improve the support the IB Judo. My task here is try to everything to be ready for the athletes to compete and to be as strong as possible on the mat. Today, the most important was to keep everything clean for the athletes to have space enough for fighting properly. I would like to encourage everyone to help the IB Judo, not only because this is very, very, very emotive, but also because it's wonderful sport and you will see very, very, very interesting athletic actions here. They are really, really top level athletes. I recommend everyone to try to see this sport. Judo ist meiner Meinung nach eine perfekte Sportart für Sehbehinderte und Blinde, weil man eigentlich ohne große Adaption in jeder Trainingsgruppe mittrainieren kann, unabhängig davon, ob da schon andere Blinde oder Sehbehinderte sind. Eignet sich sehr gut, als Sehbehinderter, Blinder Judo zu machen, macht Spaß. Genau, ist eine sehr komplexe Sportart, hat viele Facetten, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Technik, Taktik. Ist viel Kopfsache im Wettkampf, genau. Liegt natürlich nicht jedem, aber ich glaube, jeder könnte es mal ausprobieren und genau, mir macht Spaß. Ja.